16% und Jubelrufe bei der AfD. Martin Böhm von der AfD, wie zufrieden sind Sie mit dem Ergebnis? Also die Prognosen sind sehr ansprechend. Schauen wir mal, wie es sich verfestigt im Laufe des Abends. Ich gehe davon aus, und mit dem Ergebnis etwas mehr, wer erwartet, können wir sehr zufrieden sein. Es ist ein großer Beweis des Vertrauens der Bürger unserer Politik gegenüber. Und ich gehe davon aus, dass sich das in den nächsten Wahlen Europa, in den mitteldeutschen Ländern und dann schlussendlich auch bei der Bundestagswahl so fortsetzen wird. Vor 5 Jahren lag die AfD noch bei 10,2%. Was hat sich in den letzten Jahren getan, dass nun die 16 dasteht? Also ich denke, die Menschen haben erkannt, dass es notwendig ist, Oppositionspolitik im Sinne des Demos, des Volkes zu machen. Eben nicht an irgendwelchen Agenten, die teilweise von 2015 aus der Merkel-Ära stammen, festzuhalten, sondern eine moderne Politik zu machen, die auf die Wünsche der Menschen eingeht und besonders auf die Nöte der Menschen. Und davon gibt es in Deutschland leider genug. Sind Sie zufrieden mit Ihrem Wahlkampf der letzten Wochen? Der Wahlkampf hat mir extrem viel Spaß gemacht. Es war eine der intensivsten Zeiten bisher in meinem Leben. Ich durfte in meinem Bayerischen Landesverband, dem ich auch 4 Jahre schon als stellvertretender Landesvorsitzender vorangehe, ich durfte in dem Wahlkampf vorangehen. Es war hohe Ehre für mich. Jetzt trete ich wieder ins Glied zurück im besten Sinne. Wir sind eine starke Partei mit einer super starken Basis. Und die Basis von unserer Partei, das unterscheidet uns von Altparteien. Die Basis wird entscheiden, wie es in unserer Partei, auch wie es in unserer Fraktion weitergeht. Und da freue ich mich ganz besonders drauf, viele, viele neue und auch junge Fraktionäre begrüßen zu dürfen. Jetzt als noch stärkere Opposition, kann man jetzt eine Veränderung in Ihrem Verhalten als Partei feststellen in den nächsten Jahren? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sich unser Verhalten ändert. Das Einzige, was sich ändert, dass wir natürlich unsere Politik immer den Bedürfnissen der Menschen anpassen. Genau das, was Altparteien eben nicht machen. Was sich ändern wird, wenn wir als stärkste Oppositionspartei im 19. Bayerischen Landtag stehen, wir haben das erste Rederecht nach dem Ministerpräsidenten, nach den Fachministern, wir werden medial noch mehr durchschlagen, da freue ich mich drauf. Denn nur so können wir den Menschen draußen unsere Rechten, unsere richtigen, unsere guten Positionen transportieren. Vielen Dank, Martin Böhm. Wir sind gespannt, inwiefern sich die Ergebnisse noch im Laufe des Abends verändern, und gehen zurück ins Studio.